Beides läuft, ja. Ja, also ich denke. Ja. Achso, das läuft schon. Ja. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge GeoGuessr. Yeah. Ja. Ja. Das sind immer noch Alex und Jakob und Mareike. Und weil die Community von GeoGuessr immer größer wird, haben wir uns noch mehr Verstärkung dazu geholt. Benni, sag mal hallo. 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 Wir fangen, ja, warum? Ja, wir, für den Einstieg müssen wir World machen, weil Benni das noch nie gespielt hat. Ja, für die Leute, Zuschauer, ist es Folge 10. Ja. Ne? Also eine Jubiläumsrunde, würde ich sagen. Oh ja. Aber trotzdem, weil Benni es noch nie gespielt hat, fangen wir an mit der World. Und auch ohne, okay. Ja. Ohne Zeit. Genau. Vielen Dank. Also Benni, du wirst irgendwo auf der Welt abgesetzt. Ja, und musst auf der kleinen Weltkarte dort unten rechts dann... da kann man dann auch reinzoomen und so, ja. Musst du dann eben sagen, wo du gelandet bist. Und je näher du dran bist, desto mehr Punkte kriegst du. Okay. Ist vielleicht jetzt bei der 10. Folge, ne, vielleicht sind ja Zuschauer jetzt so noch währenddessen so eingestiegen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, ab und zu nochmal die Regeln zu erklären. Das ist jetzt ganz gut, weil das ist der Trick bei mir in der Nachbarschaft. Boah, sieht das spießig aus. Das ist Hiltrop. Das ist Hiltrop, genau. Kelly, Kelly Van Hook. Oh, so ein richtig schöner Hydrant. Ja, also das ist mein Haus, habe ich gerade nicht identifizieren können. Ganz nett. Ja, sehr schön, ne? Ja, hast Benni, du den Rasen noch gemäht gestern, oder? Stoppschilder, ja. War echt anstrengend. Wir haben direkt ein Foto geschossen, diese Wichser. Oh, ja, Benni, was hast du? Welches Land? Das habe ich nicht gesagt. Also, das ist auf jeden Fall in den USA. Warum? Weil er gerade Sawmill sehr nach USA aussieht. Aber guck mal, Alex fährt auf der linken Straßenseite. So ist das manchmal, ne? Ja. Okay, wir haben jetzt Speed Limit von 30, das ist in meiner Nachbarschaft auch so. Okay. Sehr wahrscheinlich ist es dann tatsächlich Hiltrop. Ich glaube, es ist. Also wenn man, Markierung auf der Straße. Wenn man mal zusammenzählt, sprechen wahrscheinlich mehr Indizien dagegen als dafür, aber wir können ja nochmal weiter gucken. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also, aha, da. Ah, da beginnt die Innenstadt. Da beginnt die Innenstadt. Wir sind hier. Ah, das ist ein Laden. Ich sage, es auffällig. Ist Needles. Locksmith, Arkansas. Ha, perfekt. Oh, steht das da wirklich? Ja. Central Arkansas. Arkansas. Okay, das ist. Da ist falscher Kontinent, genau. Mhm. Jetzt so im Süden, mittlerer Westen, ja. Süden, da so. Richtig. Genau. Central, also muss es. Steht da vielleicht noch irgendwas? Locksmith. Ja, aber vielleicht eine Stadt. Vielleicht heißt die Stadt ja Lock. Aber möglichst mittig. Ich bezweifle das. Also, Arkansas Lock. We sell remotes. No keys, no problem. Sehr schön. Ja, Central Arkansas. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung machen hier für Einzelhändler? Hallo? Was ist das denn hier so? We accept credit cards. Mr. Rainey's Auto Wash. Touch-free, automatic. Toll. Wie viele hier so Einzelleute sind. Oh, ja, da ist auch was Großes. Scheint eine sehr gute Gegend zu sein. Ja, so ein fester Mittelstand. Homos Ace ist ja auch. Da gehe ich auch mal sehr gerne hin. Ja. Pickups, ja, wir befinden uns in den USA. Das ist echt interessant. Die bekannte Sawmill von Barry Eben ist ja auch noch. Also, und Flowers. Oder nur Flower. Eine Blume. Wir haben nur immer nur eine Blume auf Vorrat. Also, bislang, welche Stadt? Keine Ahnung. Ja, lass mal ein bisschen so Pötte kommen jetzt hier. Ja, würde ich auch sagen. Muss ich auch. Gut, dann sagen wir Central Arkansas, also genau die Mitte von Arkansas. Also sind wir genau hier. Ja, dann können wir nicht so viel falsch machen. Ein bisschen tiefer. Nein, wir sind in Stuttgart. Wow. Sehr schön. Und wir waren in Stuttgart? Nein. Wir waren in? 83 Kilometer. In Cersei. In Cersei waren wir. Nein. Ja. Okay. Cersei. Sports Complex. Wir sind zwar nicht in Jamie, wir können aber sagen, dass wir in Cersei waren. Also. Giggity goo. Weiter geht's. Ja. ja, das ist... Okay. Schotterweg. Ich glaube, wir haben Rechtsverkehr. Es sieht nach Skandinavien, ja, nach Skandinavien aus. Würde ich auch sagen. Ja, ja. Könnte aber auch Polen sein. Könnte auch Polen sein, tatsächlich, ja. Also jetzt ohne Scheiß, oder? Ja, ja. Russland, Tschechien, alles möglich. Holz? Ja. Gut, es gibt Holz. Wie soll ich mit meinem Architekturwissen? Polen. Nein. Und? Das ist kein polnisches Kennzeichen. Das ist Russland. Russ. Was? Hier, Russland? Ja, ROS und die russische Flagge. Achso, ja, okay. Dann aber halt so... Vielleicht ist er nur zu Besuch? Nähe Skandinavien. Nördlich Finnland. So. Ja, ja, genau. Oder noch ein bisschen südlicher oder so. Hier. Ja. Würde ich auch sagen. Noch ein Auto. Geblurrt, okay. Ja. Mit dem Blurren stimmt, warum haben wir das eben lesen können? Das hätte eigentlich geblurrt sein müssen. Oh, hallo. Na?
Guck mal, die machen auch Reifen von Holz. Die fleißigen Holzfäller. Die bauen einen Scheiterhaufen. Was sind die denn wieder hier? Ist gut, ja. Ein Thumbnail, ja. Kommt später wieder, wenn die Wurstbude fertig ist. Okay. In 390 Metern ist eine Kurve. Bis ey, komm, komm. Also, wir haben ja jetzt schon mal Russland. Das ist ja... Ja, aber ich will irgendein Zeichen. Ne? Das... Da! Wir sind in... In Hobar. Okay. Es scheint ja auch eine Millionenstadt zu sein, deswegen wird es sehr leicht zu finden sein. Und damit der was sagen will, sind wir hier so? Dass dieses Schild so schief steht, das sagt ja schon alles. Ne? Sind wir unter St. Petersburg? Wo jemand besoffen ja dagegen gefahren oder so. Hobar. Ja? Das ist direkt bei Ramzi, bei Pam Pamuf und bei den zwischen Lipki und Pamzi ist das. Okay. Ach, du kennst dich echt aus. Ja. Fuck. 200 Kilometer. Ja, war knapp. Relativ nah am Wasser. Die Richtung stimmt. Ja, ja. Mal, ob wir da das finden, was wir da gerade waren. Ja, da guck, da war das Wasser, was wir vorher gesehen haben. Da war Wasser, das habe ich gar nicht bemerkt. Da war Wasser, ja. Nicht im Ernst. Na ja, gut, was soll man sagen. Schön dort. Ja, ist ganz Russland ist immer fies. Ja. So. Verstrahlt. Lade. Oh. Und jeder spielt 5 Runden, sagst du? Richtig, 5 Runden gibt es insgesamt. Höchste Punktzahl ist 25.000. Mhm. Ja. Wir schaffen meistens so 17.000, 18.000. Okay. Was in Ordnung. Ich glaube, das ist Schweden. Ich meine, die Straßenmarkierung ist irgendwie so. So schade, dass ihr nicht besser werdet, je häufiger ihr spielt, oder? Naja, das ist aber Glückssache, ne? Wenn man halt schon vorher auf so hohem Niveau ist, weißt du, jetzt ist, glaube ich, eindeutig Schweden. Wir haben sogar ein Trampolin. Ja. Guck mal, vielleicht finden wir noch das Foto, wo das Google-Auto den Michael aus Lindeberger überfahren hat. Was ist das denn hier überhaupt? So ist der gestorben. Korsbotten-Jickern. Das ist kein Finnisch, das ist Schwedisch tatsächlich, ne? Korsbotten-Jickern. Korsbotten-Jickern. Ich kann es jetzt nicht so gut lesen wie du, aber... Ich finde Korsbotten-Jickern, ja. 100%, ich mache hier direkt am PC. Ich sag Schweden. Ja, noch relativ südlich. Ja, muss, ne? Ja. Oh, das ist höchster Sommer, also voll man weiß schön ja nicht. Die Straße so. Ja, ich glaube, hier finden wir gerade ins. Gehen wir so ins Nichts rein. Mhm. Mhm. Ja, gut. Benny, also, auf jeden Fall. Ja. Bist du schon mal in Schweden gewesen? Nein. Wie unaufregend. Ich will noch einen Waldausschau halten. Auf der Karte. Das ist jetzt noch nicht das Bedürfnis. Da ist ein Haus. Siehst, ist doch schön. Da ist ein Haus. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Hallo. Erstmal klopfen und fragen. Ah, da sind wir, so. Oh, sieht das idyllisch aus. Toll. Willkommen in Bulandü. Da ist eine. Oh, das ist ein Ferrari. Ja, der hat ein Ferrari. Wow. Ja, okay, weiter. Okay. In reicheren Gegenden zu sein. Ja, dann sagen wir mal, das ist... glaube ich, tatsächlich noch etwas südlicher, als du jetzt gemacht hast. Ja, das ist hier in Petbo. Nein. Doch. 50 Kilometer, ich finde... Ja, aber weiter südlich. Okay, ja. Noch weiter südlich? Ja, das... Ich gebe mich geschlagen, ist okay. So, okay, alles klar. Das war gut. Also 4.800 Punkte von 5.000 ist super. Schweden? Achso, nein. Jetzt ist wieder... Das ist Rechtsverkehr. Wieder Amiland? Nee. Ja. Das ist doch Amiland, würde ich sagen. Gesundheit. Oh, das schneidet ihr raus nachher, ne? A pew! Oh, Entschuldigung. Ja, das ist ein extrem aufregendes Land wieder. Oh, ja. Warum fährt er denn hier so daneben? Kann er nur 30 fahren oder so? Moped. Dann zeige ich es raus, würde ich sagen. Ja, ich schätze mal, es ist... Warum werden wir eigentlich nur in der Mitte von nirgendwo abgesetzt? Ist das ein Flixbus? Oh, es ist... Salta. Rosario de la Frontera und Salta, das ist... Südamerika. Ja, Argentinien. Argentinien, oder? Also, oh, wir sind hier in Afrika. Südamerika, ab nach Afrika. Da sind wir, so. Ist das eine große Stadt? Ist das jemand da? Rosario? Ah. Kann das sein? Ja, jetzt finden noch Salta. Das muss ja in derselben Ecke sein. Santa Fe. Mhm. Ist auch da in... Santa Fe ist... Oder auf dem Weg, ne? Wer weiß, wie weit wir davon entfernt sind. Vielleicht ist es auch ein falsches Rosario, ne? Ja, das kann natürlich sein. Aber da sind noch mehr. Ah. Da geht's nämlich auch nach. Tucumán, also Tucumán ist wohl eine Großstadt. Irgendwas. Pozo Hondo ist am nächsten. Da ist Tucumán. Ja. Moment, hier ist Rosario, da ist Tucumán. Sehr gut. Also, ja. Warte, wenn... Links geht's nach Tucumán. Ja, geradeaus geht's nach Rosario. Ja, dann sind wir irgendwie hier. Da, auf dem Monitor, ja, wo Alex gerade hin zeigt, was niemand sieht. Nee, hier, also ach so, ich suche hier auch gerade dahin. Ja, ja, okay. Dann ist die Frage, wo ist Pozo Hondo? Also erstmal vielleicht, wo ist Bobadal?
Vielleicht können wir uns dann langsam dran testen. Wo war der? Hier ist sogar San Francisco. Ah. Kleiner als ich dachte. Ja. Vergiss nicht, wenn du da mal hinfährst, dann solltest du Blumen im Haar haben. Und die Hand 90, an die Brücke legen. 90 Kilometer und hier ist Tucumán. Was ist das, Salter? Hier ist Salter. Ja. Da ist Rosario, da ist Tucumán. Oh, Moment. Aber Salter und Rosario waren geradeaus, ne? Dann müsstest du weiter von hier östlich sein. Links oben. Warte mal, das andere Schild. Oder, ja gut. Da stand nichts dabei, glaube ich. Nee, da stand doch, die Entfernungen stehen da ja. Die Entfernung, ja, deswegen können wir halt da. Ah, ne, stehen das da nicht. Beides geradeaus. Ja, ja, beides geradeaus. Dann müssen wir uns links über Salter sehen. Wenn du eine Linie von zwischen Rosario und Salter ziehst, die weiterziehst durch Salter durch, dann müssten wir da. Also entweder weiter nordwestlich oder weiter südöstlich, ne? Oh Gott. Aber, ja, aber Moment. Salter steht weiter vorne, also unten. Aber ich meine, wir sind 90 Kilometer von Tucumán entfernt, von hier. Ja. Und Bobadal? Ist halt jetzt nicht die Frage. Also. Es bleibt spannend. Und alle Argentinien-Fans da draußen sitzen da und schütteln nur den Kopf. Es gibt doch auch eine GeoGuessr-Argentinien-Runde, die man spielen kann. Das vielleicht wäre die pure Freude. Vielleicht lernen wir dann Argentinien noch viel mehr kennen, als wir es jetzt schon tun. Untertiteln wir die Videos eigentlich? Verdammt, was tun wir mit den Videos? Ob ihr sie untertitelt, damit auch alle internationalen Fans euren Spielen folgen können. Ach so. Wäre vielleicht mal was, ne? Spanisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn wir YouTube-Partner sind, dann können wir das die Community dann selber machen lassen. Glaub. Okay, ich glaube, ich finde dieses mysteriöse Bobadil nicht. Dann, ja, das. Dann gessen wir jetzt einfach. Ja. Hier ist Rosario, da ist Salter. Ja. Wir sind hier. Eher bei Salter. 90 Kilometer von Tucumán. Nee, das kann nicht sein. Beides ist geradeaus. Ja. Aha. Ja, scheiße. Jetzt sind wir hier. Fuck, egal. Mann! Wir sind voll nah bei Salter dran. Ich glaube, da können wir Rosario und Salter geradeaus haben, wenn wir genau dazwischen liegen. Ja, weil dann wahrscheinlich irgendein Kreuzen kommt. Ja, und wir kommen vielleicht von einer anderen Richtung, Richtung Salter. Und deswegen ist Tucu-Dingsbums noch weiter weg. Das ist ein anderes Salter. Das ist Tucumán, wir sind direkt bei Tucumán dran. Ach, bei Tucumán dran? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä? Das ist jetzt wirklich sehr fragwürdig. Ach, da ist das Hondo-Ding auch. Hm. Wo? Ach, da, Pozzo Hondo. Ah, Hondo! Scheiße. Okay, weiter. Nikio Technik Leutsteck. Wir sind in der schönen holländischen. Was? Leben. Nicht direkt. Nicht? Ich würde sagen, nein. Logistik? Guck da rechts diesen Hügel, der ist höher als die höchste Erhebung in den Niederlanden. Oh, ja, du hast recht. Dann sind wir wahrscheinlich. Und die Straßen sind auch irgendwie. Logistik, what? Hotel. Ja, Ungarn. Ich könnte mir Ungarn vorstellen. Ja, stimmt, irgendwas da. Oh, ich finde diese Straßenlaterne immer super. Die Türkei. Beleuchtung. Ja. Könnte es die Türkei sein? Weil wir sind hier Moment, da steht was. Geht dann näher. Das ist die Türkei. Antalya. Antalya, ja. Und Izmir. Nach Izmir geht es nach links, das ist eine große Stadt. Antalya ist eine große Stadt. Antalya weiß ja auch, wo es liegt. Da war ich mal im Urlaub. Die Westküste. Da ist es, ja. Unten, da ist es schon. Ist ja relativ groß. Ah, Südküste, okay. Okay, dann sind wir. Und Izmir ist wo? Izmir ist auch eine sehr große Stadt. Ein bisschen weiter links, glaube ich. Ja, da. Okay. Wieder das gleiche Spiel wie gerade. Antalya und Izmir. Das heißt, nach Izmir geht es nach links. Das heißt, wir müssen hier sein. Ja, genau. Ja. Genau da. Dann ist die Frage, wo es. Ja, die Frage ist ja nur, wo genau sind wir jetzt gerade. Aber das ist ja eine relativ etwas größere. Also, Jahreszeit. Noch Ottogar. Ottogar, Sifio und Merkesi sind auch hier irgendwo. Puh. Gute Frage. Hier ist Dalaman. Beim Otto. Was? Hier ist Dalaman. War davon die Rede? Ja, das war gerade auf dem Schild von vorhin, wo ich jetzt gerade mich verloren habe. Weil wir jetzt in einer Jahreszeit sind und die Schilder alle weg sind. Wieder gebeamt. Oh, da ist was geblurrt. Moment. Jetzt müssen ich hab's gleich wieder. Da. Dalaman, Flughafen. Ah. Und hier ist Dalaman. Da wäre an. Ich meine, wenn der Flughafen ausgeschildert ist, dann muss der ja auch ziemlich in der Nähe sein. Und hier sind Berge. Würde ich auch sagen. Das heißt, wir sind sehr wahrscheinlich in. Wo Berge. Also Berge sind in der Ferne. Dalaman gibt's rechts im Flughafen. Das heißt, wir sind sehr wahrscheinlich. Tippe mal hier. Oh. Ja, aber wenn das Grüne sind deiner Meinung nach die Berge. Ja. Ja, gut, dann musst du ja einmal gucken. Ja, aber auch hier schon. Die Berge liegen. Ja, aber wir wissen ja, dass Antalya hier ist. Ja. Izmir ist hier. Der Flughafen ist direkt hier hinten, rechts. Okay. Das heißt, wir sind hier. Okay, okay. Und? Ah, wir waren ein bisschen weiter unten. Aber es war.
Close enough. Ja, ist okay, ist okay. 150 ja, Punkte, also. Läuft. Okay, ja, läuft. Ja, ja. Schön. 21.303, also. Ich glaube, besser haben wir fast noch nie abgeschnitten bei diesem World Map. Ja, ob's an Benny, lag? Doch, aber ich fand es mal eine schöne Mischung von den Kontinenten her und so. Ja, das sonst stimmt. Immer so viel US. Ja, es war wirklich viel Abwechslung dabei. Also Folge 10, enttäuscht nicht. Die beste auf Folge bisher, wahrscheinlich. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich hoffe, für euch war es genauso abwechslungsreich wie für uns. Richtig. Ich bezweifle es. Aber also ja. Mir hat Spaß gemacht. Oh, aber wie? Jetzt rauscht schon da.